Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Wir haben hier in der letzten Folge mit dem Sonnenkönig geschnackelt. Und jetzt wollen wir uns um die Aufgabe kümmern, einen Moment des Friedens. Und das ist halt hier oben in Timbuktu. Und damit wir nicht ganz so weit laufen müssen, bin ich schon mal hier hingereist per Schnellreise. Da haben wir uns schon mal ein bisschen... diesen Meridian und dann haben wir schon mal gut was an Weg gespart. So, jetzt ich bin gerade hier hingereist und dann war hier direkt so ein dickes Erschütting. So, jetzt sind das noch wie viele Meter? 1000. Aber hier sind Läufer. Das heißt, ich werde jetzt mal eben einen von den Läufern hier versuchen zu überbrücken. Du hast mich nicht gesehen. Oh, hier ist auch noch Heilung im Busch. Das ist sehr gut. Das brauche ich später noch. So. Wo ist jetzt da? Dann hier waren zwei. Kommst mit mir. So, perfekt. Zack. Jetzt können wir nämlich ein bisschen schneller, sind wir etwas schneller unterwegs. Können wir jetzt mal bitte in die richtige Richtung laufen? Ja. Und wir sind jetzt ja auch wieder hier in bekannten Gebiet quasi. Ja. Schön, wir wollen jetzt hier keinen Stress. Wir rennen einfach weiter. Wir wollen keinen Stress haben. Kommt jetzt ein... Okay, es kam einfach mal ein Ladebildschirm. Wieso da jetzt ein Ladebildschirm war, keine Ahnung. Das hat sich jetzt auch noch nie beim Erkunden der Welt, dass ich auf einmal einen Ladebildschirm hatte, aber der war ja Gott sei Dank ganz kurz. Oh, habe ich. Letzten 180 Meter. Und hier sind ja auch schon... Da ist es. So, jetzt. So, da ist das Lager. Man ja schön. Die sind sanftmütig. Als ob sie schon überbrückt worden wären. Also, der greift mich jetzt nicht an. Nö. Das wäre cool. Okay. Untersuche das Banuk-Lager. Ja, die... Irgendein Signal.
Okay. Das sollte ich mir lieber mal ansehen. Ein Weg auf den Berg, alles klar. Also die haben es irgendwie hingekriegt, die leben mit den Maschinen im Einklang. Also hier wird eine Maschine repariert oder so. Das ist doch süß. Das ist der Weg. Okay. Hier sind die Banu den Berg wohl hinauf und hinunter gestiegen. So, dann mal hier rauf. Ich folge jetzt hier mal knallhart einfach den Weg. Wir machen jetzt hier keine Experimente. Das sieht mal aus wie Vogelscheiße an den Lippen, wo wir uns hochangeln. Ja. Wir haben hier oben ein Lagerfeuer entdeckt. Ja, läuft bei uns. Einzigste Richtung scheint so. Aber im Endeffekt kommen wir dem Signal ja fast näher, wollte ich gerade sagen. Aber es ist. Ne, ich glaube, hier hoch ist richtig. Okay, das ist diese blöden Vögel. Ah, okay, da. Ein gutes Zeichen, nehme ich an. Okay, die sind super auch lieb. Okay, da sind Menschen ganz. Es ist vor kurzem jemand hier oben gewesen. Waren das? Ihr könnt uns nicht hier lassen. Schickt Oh mein Gott, nein. Hat dein Gewissen gekauft. Ist doch egal. Nora, du musst die anderen aufhalten. Da oben. Wir sind hier heraufgeschlichen und haben ein altes Gerät entdeckt. Ganz klar, dass das die Maschinen beeinflusst. Die anderen schwören, dass sie aber Ja, es okay. ist schon ordentlich verbeult. Als ob es vom Himmel gefallen wäre. Wir wollten nicht, dass sie es ausgraben. Ohne dieses Ding hier oben werden die Banu massakriert. Ich halte sie auf. Ihr verschwindet hier. Ihr habt schon genug angerichtet. Ah, Und eine was? faire Einschätzung. Was sollen die gemacht haben, ey, Leute? Also ich blick hier gerade nicht ganz durch. Die buddeln hier auf alle Fälle was getan. aus. Wer bist du? Du bist keine von den Banuk. Bin in Nora, ihr Lass ihn mal sehen. Pflaumen. Moment, Moment. Das ist unser Fund. Er gehört uns. Wenn du es haben willst, was ist dir das Ding wert? Ich weiß nicht so recht. Es war deine Idee. Du hast angefangen, bring's zu Ende. Na gut. Vielleicht ist das nur Schrott. Dim, dim, Doch auch Schrott hat dim. einen Preis. Also sag schon, was ist es dir wert? Deutlich mehr, als du es mir bist. Willst du weiterverhandeln? Vergiss es. Aus dem Osten kam Boah. noch nie etwas Gutes. Boah. Sie haben es verbockt. Oh nein, was ist das? Hochentwickelter Prozessor, schwer beschädigt, Kommunikation. beschädigte Code. Das ist Das RA-Trophäe schwer. Funktion. Und die ganze Zeit hat es Signale gesendet. Immer schwächer. Ich muss zurück ins Lager, bevor die Maschinen zuschlagen. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir vorstellen, dass das dafür sorgt, dass die Maschinen ruhig sind. Und dass das jetzt ausfällt gleich, wenn ich unten bin und uns dann Blick auf die Fresse gibt. Perfekt, ich kann mich hier abseilen. Was ist das da? Das ist einfach irgend so ein riesiger Turm. Ah, Hat schon die begonnen. sind schon böse. Die sind schon böse, Scheiße. Hey? Bin doch noch nicht da, Kinder. Maschinen sind wütend. Bleib weg von ihnen. Jäger, verteidigt das Lager. Tut, was ihr tun müsst.
So. Erstmal durchsuchen. Zack. So, ich muss jetzt mit Tuku reden. Oh toll, jetzt sehe ich gerade hier lag eine dicke Wummer. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Ja, wo bist du? Da. Ich bin hier der Boss, hi. Ich habe euch mal den Arsch gerettet, so wie allen. Hast du diese Veränderung kommen sehen? Nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sich gerade viel verändert. Diesmal waren es Fremde. Die Osseram dachten... Die Osseram denken nicht. Sie werden unser Gleichgewicht nie verstehen. Zwischen Mensch und Maschine. Was hat der da im Bauch? Das sieht das voll ekelig aus. Ist nun fort. Uns bleiben viele Lieder. Lieder voller Trauer, der Dankbarkeit. Und was jetzt? Gehst du zurück in dein Heimatland? Wenn die Jungen lernen, auf Eisschollen zu gehen, sagen wir, das Geheimnis ist immer ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht offenbart sich eines Tages das Geheimnis der Maschinen. Das hoffe ich. Viel Glück, Tiguk. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass wir das am Ende der Story erfahren, wie das hier alles so passiert ist. Also ich habe jetzt noch nicht wirklich so den Überblick, wie es zu der ganzen Kacke hier kam. Oha, müssen wir zurück nach Meridian. Jo. Würde ich sagen, Lagerfeuer, Schnellreise und go. Hallo, wieso bist du noch nicht fertig mit Laden? Also ich verstehe dieses Spiel auch nicht. Heute wieder hat das echt lang gebraucht zum Laden. Und manchmal geht das rasend schnell. So. Nee, da lang. Und manchmal dauert das echt lang, so. Weiter hier lang. Ach, das war der, stimmt, der Typi hier, der da war es, der uns dahin geschickt hat. Fremde, du wirkst als ob, hey, warte, dich kenne ich doch. Du bist wieder da. Wie war es denn? Sehr kostspielig. Das hatte ich befürchtet.
Die zahmen Maschinen. Es ist kompliziert. Aber eine Art Signal hat sie beruhigt. Deine Männer waren gierig. Es ist weg. Glücksspiel lohnt sich nicht, Mädchen. Ups, sorry. Wer nicht doch Waffenhändler. Das bringt was ein. Ja, dann... Her, nimm das. Die Hälfte, die für diese Schufte bestimmt war. Hälfte? Der Job ist erledigt. Und was sagtest du? Für ein Gewand, das besser zu mir passt? Was willst du, Kaja-Seide? Ach, ich greif mir selbst in die Börse. Düm, düm. Was hat sie ins Grenzgebiet? Abgeschlossen, juhu! 3000 Punkte und ein Kistchen haben wir gekriegt. Oh, hier, wir haben schon wieder für viel Schatz. Kisten. Lame. Pfadfinder. Immerhin haben wir wieder ein paar Dings, um Brandpfeile zu machen. Das ist doch schon mal etwas. So, normale Pfeile auch nochmal voll machen. Ja, die benutze ich nie. Das ist voll doof, dummes. Gut. War's mit der Aufgabe? Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt machen. Kollateralschaden begibt den Norfeld. Felsen, das ist eine Quest. Udi hat Eule nicht in seinem Leben angefleht. Und dass seine Familie von den... Ach, das müsste aber eine Hauptmission sein, ne? Einfach nur ein Auftrag. Okay. Hier. Ach ja, immer noch. Oh mein. Oh mein. Aha. Niram. Und diese komischen Metallblumen. So, als ob das so alte Marken sind. Oder so. Okay. Ja. Das. Ist ja nicht so weit. Da machen wir uns schon mal auf den Weg hin. Würde ich behaupten. Tausend Meter. Hallo, hallo, hallo. Nimm mich doch mal durch, Knas. Lass uns schon mal auf den Weg da machen. Oh yeah, wir dürfen wieder Aufzug fahren. Zack, komm ran. Wo packt die dann auch alles hin? Aha, der Rücken, die Wunderwaffe einer Frau. Wir sind so. Auf so eine Wache schießt. Nix. Schade. Wie lange braucht die Kack denn hier? Ach, endlich. Hallo, ich hab Stress. Aloy, ich muss hier wieder die ganze Welt retten. Jetzt. Schön zu. Runter. Hui, geht runter. Sieht uns verlassen, Meridian. Jetzt kommt Meridian Dorf. Hier wohnt quasi so die Unterschicht und so. Die schicken Mickey-Leute wohnen oben. Auf den Felsen. Ja, yeah, nur noch 900 Meter. Bleiben echt nicht mehr weit. Oh, hier kann ich was looten. Vorratskiste.
18 Scherben. Ja. Bin ich ja hier im königlichen Maisland oder wie das hier heißt. Das verlasse ich jetzt auch schon wieder, ja. Ja, aber ich hatte doch immer meinen Läufer jetzt hier unten nicht in meiner Liste ist. Oh. Wow, was finde ich da Dschungel, das hier jetzt wird. Haben wir dafür Viecher? Knappmäuler, alles klar. Laufen wir mal zur Sicherheit so einen kleinen Bogen um die. Ich habe nämlich ehrlich gesagt jetzt keine Lust zu kämpfen. Hier ist noch so Dschungel-like. Wenn noch hier unten. Jagen für die Loge, Sägezähne, okay. Dobbs. Hier ist noch so ein Häuschen. Ich komme an einem süßen Häuschen vorbei. Ich bin gespannt. Ich habe bestimmt nur ein Haus mit 10 Wachen. Näschen. Oh, hier ist Heilung. Nimm ich. Ah ja, hier waren wir wegen, als wir den Pilgern geholfen haben. Deswegen kommt mir das hier alles so bekannt vor. Okay. Eine Wildschwein, okay. Okay, das Maschinenlicht ist. Ein Schnappmaul, alles klar. Gutan. Maschinenareal entdeckt. Schnappmaul. Schieß mich nicht. Schieß mich nicht. Danke. Ich hab nämlich jetzt nicht Lust, keine Lust zu kämpfen. Aber ich verstehe nicht, ups. Hey, wieso das da unten in der Liste nicht steht? Ein Läufer. Ist das dieses Häuschen? Ja. Und da ist auch ein Lagerfeuer in diesem. Das ist ja ein süßes. Das ist ja wirklich nur Lagerfeuer entdeckt. Das ist ja auch ein Name. Das ist ja hier. Cool, aha. Stell dir mal vor, du musst hier keine Ahnung, wie lange Wochen diesen scheiß Turm bewachen. Wofür? Oh nee, ey, da sind solche dicken Dinger. Ah, gut, ich muss ja biegen. Kommen wir oder laufen wir irgendwie? Weiß ich das gerade nicht. Das sind sehr Zähne, ja. Irgendwie. Ja, jetzt schwimmen wir schnell. War mir schon, hä, wieso kommen wir hier nicht voran? Eine Trampler. Was sind denn Trampler? Aha. Boah, 150 Meter noch. Begib dich zum. Erkunde die Dornfelsen. Rede mit dem Typi. Aber wo ich gerade hier auf die Uhr. Wo ist hier ein Lager? Ist hier irgendwo ein Lagerfeuer? Nein. Schade. Wegen Speichern, weil wir sind schon sofort bei 25 Minuten. Hi, Eloy. Da. Eine Frau, die ihr Wort hält. Olin, deine Familie. Ich sah Helis Drohung. Du hast eine Frau und einen Sohn? Ich hätte sie lieber beschützen sollen, statt all diese Dinge zu tun. Das ist deine Chance, Olin. Deshalb sind wir hier. Ich nutze sie. Du bist wirklich zu großmütig. Wir hauen sie in der Nähe fest? Alle ja, auf Fresse. Auf dem Gehöft unterhalb der Felsen. Ich führe dich. Da ist es. Da neben den Spanfelsen.
Und die Info. Nicht über die Vorbesitzer nachdenken. Ach, zu spät. So, was liegt hier an? Oh, meine Wächterlinse für Lau. Ja, wo rennst du hin, Oli? Ich, am liebsten würde ich... Perfekt. Oh nein, ich dachte, wir hätten ein Lagerfeuer entdeckt. Aloy. Ich bin doch hier. Ah, dann wird die Folge was länger. Was ist es? Ich bin so nah dran und kann immer noch nicht. Es ist bald vorbei. Legen wir los. Kann ich das allein machen? Du könntest es bestimmt. Aber mit den Eclipse hast du immer Feinde im Rücken. Ich halte ihn dir frei, wenn du mich lässt. Boah. Ich mach's alleine. Nein, will jetzt hier niemanden mit rumeiern haben. Oh, ich bin bereit. Danke, so. Klar. Komm ich denn da hoch? Hier. Ich sehe den nicht. So, und wo ist die blöde Family? Da. Wir müssen die Olens Familie festhalten. So. Nein, jetzt bewegt er sich. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Ja, ja. Für den Schatten. Sie ist verschwunden. Jo, ich bin. Ich habe mich in Luft ausgelöst. Ich bin in den Kellereingang gefunden. Jemand von der Eclipse hat den Schlüssel. Ja, jetzt muss ich die alle durchsuchen. Ah ne, das Spiel sagt, der liegt da oben. Alles klar, muss nicht alle. Hä? Perfekt. So. Ja, lass mich doch mal hier alles plündern. So. Na los, na los. Das war's jetzt? Siehst du jetzt. Komm. Ja. Wir haben den Lärm gehört. Ensha. Du gehörst nicht dazu. Nee, ich hätte hier euch gerade im Arsch. Ich hole euch hier raus. Ich hatte immer noch Hoffnung, aber sie wurde immer schwächer. Ist es jetzt sicher für uns? Euch wird niemand mehr aufhalten. Dann ist es vorbei. Ich wollte fliehen. Ich schmiedete Pläne. Toll. Doch alle gefährdeten meinen Sohn. Du hast überlebt, ihn beschützt. Das ist wichtig.
und dein Mann wartet auf dich. Olen. Yeah. So, finden, jetzt müssen wir eben. Das war jetzt echt läppisch. Waren doch nur 4-5 Leute. Das Kämpfen hat er aufgehört. Ja. Ich hab deine Frau gefunden. Danke. Du musst mir nicht danken. Ich muss viel gestehen. Ich schloss einen teuflischen Pakt. Und andere büßten dafür. Und du glaubst, das weiß ich nicht? Ich hörte sie reden. Ich hatte schon immer Schmutz an den Händen. Und jetzt auch Blut. Nimm deinen Sohn an diese Hände. Komm mit uns zurück ins Anrecht. Du solltest auf sie hören, Olen. Mhm. Aber Helis und die Dämonen. Es geht mir um Ehrerfüllung, Aloy. Mit dem letzten bisschen Ehre, das ich noch habe. Olen, all deine Fehler, mach sie nicht bei mir wieder gut. Geh mit deiner Familie. Zeig ihnen, was in dir steckt. Leb wohl, Aloy. Ja, ich mach mal weiter. Ich hoffe, du findest sie vor ihnen. Ah, gut. Das ist jetzt zufällig ein Lagerfeuer. Also das wird wohl gespeichert haben. Ich würde mal sagen. Ui. Klar. Nochmal eben kurz Heilung. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.